Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8.28 Uhr. Es ist Mittwoch, der 26. Mai. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und the big number, das heißt die erste Trade-Möglichkeit, würde sich eventuell um die 15.500 Punkte ergeben. Das bedeutet, wir würden bei 15.507 Long gehen und bei 15.492 Short gehen. Wir haben aktuell ein Gap von gestern Abend, 15.486, der Eröffnungskurs bei 15.526. Daily Pivot sind wir gerade auf dem Daily Pivot und wie immer jeden Morgen schauen wir einmal kurz in die Vergangenheit. Was lief gestern für die sogenannten Blue Boxen? Gestern spät abends waren welche 26er. So, jetzt gehen wir mal in den Nachmittag rein. Späten Nachmittag sehen wir 33, nehmen wir nicht, aber die 22er da im ersten und im zweiten in den Gewinn gelaufen. Eine 10er, wow, die sehr, sehr selten ist. Direkt im ersten in den Gewinn gelaufen, 13 direkt im ersten in den Gewinn gelaufen, 14 direkt im ersten in den Gewinn gelaufen. Ja, so, und dann hatten wir gestern dann nochmal 25, 18er. Das sind die Trades, die wir gestern angesetzt haben. Also gestern gab es wieder sehr schöne Blue Boxen, auch am Nachmittag. Also wer Langeweile hat, sollte lieber die Blue Boxen traden, statt irgendwelche Hollywood-Boxen da oder sich selbst da in Boxen rauszufiltern. Ich glaube, da ist genügend zu traden, auch wenn wir mal nicht nachmittags da sein sollten. So, die Wohlerboxen. Einmal Nachmittag, einmal rein, wieder raus. Hier rein, wieder raus. Hier rein und im zweiten raus, beziehungsweise im dritten. Und wir haben gestern hier getradet 1, 2, 3, 4, 5. Den haben wir dann rausgenommen, weil es war 11.30 Uhr. Ja, aber ihr seht hier, Eröffnungstrade hat super funktioniert. Ja, und dann schauen wir uns das heute mal an und alle warten schon wieder gespannt, wo wird denn die Wohlerbox reinkommen? Und das werden wir uns gleich mal anschauen. Sie wird bei 15.540 voraussichtliche erste Blue Box 15.540. So, da wird die Box gleich rauskommen. Und das heißt, wir gehen jetzt, wie auch jeden Morgen, einmal in die großen Zeitebenen und blicken einmal auf Öl. Öl sehen wir da oben den Deckel, hat sich von gestern nicht so viel getan. Und gehen dann direkt in Gold rein. Gold steigt und wir sind jetzt, wenn ich das mir betrachte, über den 61,8 Retracement drüber. Das heißt, wir werden jetzt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in Richtung 1958 laufen, also in Richtung das Hoch vom 6. Januar. 6. Januar hier das Hoch und dann sehen wir 127 Retracement wäre dann bei 2000 Dollar, 2036 Dollar. Das sind die Marken. Also wir sind durch und der Markt ist long. Technologiebörse, Nasdaq ist immer noch short vom Grundrauschen oder vom Grundprinzip. Wir haben nämlich hier oben das letzte Hoch. Das sind hier Gegenbewegungen, ja, die wir aber vernachlässigen. Da steigen wir nicht long ein. Also in Nasdaq, in der Technologiebörse und wir gucken uns den Dow Jones an. Der ist noch nicht so stark und wir haben hier auch die Grundrichtung ist Short erst einmal. Ja, also noch haben wir den Schalter nicht auf Long gewechselt und jetzt gehen wir mal in Bitcoin. Bitcoin wieder bei 40.000 Dollar. War das der Boden? War das schon der Bitcoin-Winter, wie man ihn so schön nennt? Bei 28.000 war das Tief. Aktuell sind wir wieder bei 40.000, also sehr volatil. Weekly-Basis sehen wir, die Wochenbasis sieht immer noch eine rote Kerze aus. Ethereum auf Daily-Basis ein etwas größerer Anstieg. Vorlage, wir nehmen mal Zickzack-Linie. Wenn wir uns mal Ethereum anschauen, Tagesbasis sehen wir, da hat diese blaue Trendlinie gehalten erst einmal.
Wochenbasis Long, Daily Basis sind wir wieder Long. 4 Stunden sehen wir, haben wir hier den ersten Widerstand in Ethereum bei 3107. Das ist der große Blick, aber wir haben noch einen Markt vergessen, nämlich der DAX. So, DAX auf den Tagesbasis, weiterhin Long, Wochenbasis Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Minuten Short, 15 Short, 5 Minuten sind wir Long und 1 Minute auch Long. Also ein wenig unentschieden. Wir haben dort eine Position von gestern noch, die wartet, dass wir da einsteigen noch. Da bin ich gespannt, ob wir das Niveau heute noch erreichen. Stop-Loss ist platziert und jetzt warten wir auf die Boxen. 8.34 Uhr, also die erste Box, oder die erste Falle, um der Big Number 15.507. Nochmal vom Regelwerk, dreimal handeln wir diese Big Number. Ja, also dreimal das Niveau 15.500. Und danach lassen wir dieses Level sein. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Das bedeutet, da versuchen wir dann bei dem zweiten Anlauf, dass wir mehr mitnehmen. Zielmarke wäre dann heute die 15.550 oder die 15.450. Das wären jetzt erstmal die Zielmarken. Wieso? Weil der Daily Pivot ziemlich dicht dran ist. Das heißt, wir hätten hier die ersten Unterstützungszonen. Das sind die roten Linien bei 59 und 24. Ja, alternativ als Zielmarke, um den Trade angepasst zu machen, nehmen wir natürlich die sogenannten Vola-Boxen. Die Vola-Boxen dienen auch sehr schön als Zielmarke. Das ist die Vorbereitung. 8.35 Uhr und ich wünsche uns gutes Gelingen und gute Trades und Disziplin. Die Vola-Box oben platziert, auf dem linken Bildrand, 15.528 Short, 15.540 Long, eine kleine Vola-Box, also kleiner dürfte sie auch nicht werden, denn dann haben wir das Problem mit der Aufschaukelung und wir haben der Big Number 15.507. Ich bin gespannt, welcher Trade als erstes jetzt hier genommen wird. Und oberhalb haben wir die normalen, in Anführungsstrichen, 15.580 zu 15.565. Ich übergebe kurz das Wort an Mr. Christoph.